Ja, guten Tag. Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Einladung hier zu den Open Access Tagen nach Köln. Ja, Herr Summann und ich werden uns den Vortrag teilen. Das ist das, was Sie gleich erwartet. Ich werde so ein bisschen was über die Entwicklung von Base in den letzten 10 Jahren berichten. Anlass dafür, dass wir hier einen Vortrag eingereicht haben, war eigentlich eine Diskussion, die in der Mailingliste GIST Repositories im März 2014 stattfand. Und da wurden genau die Fragen, die eigentlich heute auch Thema sind, schon angesprochen, nämlich die Frage, OAI, PMH, reicht das eigentlich noch? Reicht das über OAI, PMH transportierte DC-Format, um solche Entwicklungen wie Forschungsinformationssysteme abdecken zu können? Kann man nicht mit OAI, PMH auch andere Formate transportieren und so weiter? Das sind natürlich alles Fragen, die uns als Suchmaschine interessieren, die halt eben sehr stark im Moment auf OAI, PMH basiert und wo tatsächlich DC im Moment das vorliegende Metadatenformat ist. Den zweiten Teil wird dann Herr Summann übernehmen, weil genau diese Fragestellung sozusagen in sein Spezialgebiet fällt. Er guckt sich nämlich an, was exponieren denn die Repositories tatsächlich im Moment. Wir haben auch heute Cerif gehört, wir haben Mark gehört und überlegen uns natürlich für die Weiterentwicklung von Base, müssen wir uns auf diese Formate müssen wir quasi unser Portfolio erweitern, müssen wir diese Formate halt eben stärker in den Blick nehmen oder nicht. Und dazu gibt es einige interessante statistische Auswertungen, die Ihnen Herr Summann dann auch im zweiten Teil vorstellen wird. Ja, Bielefeld Academic Search Engine, Base, Spezialsuchmaschine für wissenschaftlichen Content. Es gibt auch einen Teilausschnitt für deutsche Repositories, die wir bereitstellen schon seit einigen Jahren. Ich denke mal, da kann man relativ schnell drüber hinweggehen. Ja, was machen wir? Wir harvesten, aggregieren, normalisieren und reichern OAI-Metadaten an. Im Moment basiert das Ganze auf Solar im Hintergrund. Das Suchinterface haben wir mit Ufind gemacht, was uns so ein bisschen auszeichnet gegenüber anderen Suchmaschinen wie Google Scholar beispielsweise ist, dass wir eine hohe Daten- und Quellentransparenz haben. Das heißt, man kann sehr schön sehen auf unserer Webseite, aus welchen Quellen sich das Ganze speist und wie viele Dokumente halt in Base Index drin sind. Das ist bei Google Scholar zum Beispiel bei weitem nicht so, das kann man da nur schätzen. Es gibt eine Reihe von APIs, die wir bedienen. Wir haben gestern auch schon gehört, dass ja, Repositories, Fachinformationsdienste eine Rolle spielen und da sind wir ja als Dienstleister insofern aktiv, dass wir halt eben über diese Schnittstellen auch Fachausschnitte liefern können, was auch einige virtuelle Fachbibliotheken und FIDs auch fleißig nutzen. Wir haben im Moment ca. 64 Millionen Metadaten-Records im Index aus rund 3.150 Repositories. Geharvestet haben wir, haben gerade eben Netto-Brutto gehört, noch weitaus mehr. Das wird Ihnen Herr Summann gleich noch vorstellen. Ja, was ist der Mehrwert von Base? Der Mehrwert ist einfach, dass Sie mit einer Suchoberfläche alle diese Repositories abfragen können. Das erhöht die Sichtbarkeit und die Nutzung der Dokumente, die dort auf diesen Repositories vorliegen. Von den Features her auch nur eine kurze Auflistung, Suchhistorie, auch etwas, was man normalerweise auch im Google Scholar Umfeld nicht hat, Sortierung, multilinguale Sachen, Browsing, Personalisierung, Web-App, also im Prinzip eigentlich alles das, was man so im Moment machen kann, auch da. Der letzte Punkt, OA-Anzeige, ist ein wichtiger Punkt. Wir haben, glaube ich, heute Morgen in dem Vortrag von Paul Vierkant gehört, ja, OAI PMH heißt halt eben nicht zwangsläufig, dass alles Open Access ist.
Wir gehen davon aus, dass wir ca. 70-80% der Dokumente Open Access im Index haben. Und in der letzten Zeit bemühen wir uns sehr stark darum, diese OA-Anzeige tatsächlich zu verbessern in Base. Zum einen basiert das auf Informationen, die in den Metadaten schon vorhanden sind. Das sind sogenannte Set-Spezifikationen, die auch im DINI-Zertifikat oder anderen Zertifikaten gefordert werden. Häufig ist es so, dass Repository-Betreiber uns auch sagen, das ist alles Open Access oder das ist nur teilweise Open Access oder gar nicht Open Access. Und all diese Informationen versuchen wir halt eben auszuwerten. Dazu gleich noch eine Folie. Das ist die Entwicklung der Anzahl der Dokumente ganz links auf der Skala und die Anzahl der Repositories, die Base genommen hat seit 2004. Da kann man jetzt anfangen, auch grundsätzlich drüber zu diskutieren. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, OAI, PMH und DC, das war ein erfolgreiches Format, weil wir natürlich hier ein sehr starkes Wachstum gesehen haben in den letzten 10 Jahren. Wenn wir jetzt mit komplexeren Formaten oder anderen Protokollen halt eben hantieren, stellt sich die Frage, wie hoch wird denn tatsächlich dann das Wachstum weiter verlaufen? Wissen wir im Moment nicht. Hier ein paar Meilensteine. Ich glaube, da können wir auch relativ schnell drüber hinweggehen. Das ist, glaube ich, alles bekannt. Wenn wir hier auf die nächste Folie nochmal gucken, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Das ist eine Art Mindmap, die ein Projektmitarbeiter von uns mal für eine Konferenz im CERN gemacht hat. Das stellt eigentlich nochmal sehr schön dar, dass wir halt eben nicht mehr nur Suchmaschine sind, sondern dass wir eine ganze Reihe von Aktivitäten entfalten, die darüber hinausgehen. Insbesondere auch Community-basierte Aktivitäten oder über die APIs dann halt eben auch in Projektaktivitäten wie Driver und OpenAIR dann halt eben unsere Daten hinliefern. Auch da gehe ich schnell drüber hinweg, um auf diesen Punkt zu kommen. Schnittstellen, das ist etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Also wir sind halt eben nicht nur ein Service-Provider, der Daten einsammelt, sondern wir möchten die Daten dann auch wieder rausgeben. Man muss auch ganz klar sagen, dass die Nutzung von Base halt eben sehr stark halt eben auch über diese Schnittstellen kommt. Im Durchschnitt haben wir in Base es sind ziemlich genau 2 Queries pro Sekunde. Im Moment, ich glaube, ein Tag hat 84.400 Sekunden, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, mal 2, dann sind das ungefähr 160.000, 170.000 Suchanfragen pro Tag, die wir halt eben haben. Und der allergrößte Teil kommt halt eben tatsächlich über diese Schnittstellen, wobei der Punkt Datenlieferung da dann nicht mehr mitgezählt wird. Wir liefern halt eben auch Daten an bestimmte Projekte, an bestimmte Einrichtungen, wie zum Beispiel ein Portal in Norwegen, was sich mit dem Thema Polarforschung beschäftigt, oder die ELIP in Bremen benutzt Base-Daten, die Europeaner, ZBW und andere. Solche Dinge können dann natürlich nicht mehr mitgezählt werden, wenn es um die Frage geht, wie hoch ist letztendlich die Nutzung von Base. Ja, bevor ich gleich ende mit meinem ersten Teil, noch eine aktuelle Entwicklung. Ich hatte ja gerade eben angedeutet, dass wir uns mit dem Thema OA-Anzeige so ein bisschen beschäftigen und haben uns überlegt, welchen Anreiz können wir denn bieten, damit Repository-Betreiber ihre OA-Daten halt eben vernünftig auch auszeichnen oder anliefern? Und das ist noch etwas, was bei uns so ein bisschen im experimentellen Stadium ist. Das heißt, wir haben ein OA-Boosting eingeführt, was, wenn man halt eben diese Option in einer Suchmaske anwählen würde, dazu führen würde, dass sich halt eben tatsächlich die Reihenfolge der Suchergebnisse drastisch verändern würde. Ich weiß nicht genau, ob wir hier Internetzugang haben, deswegen habe ich mal kurz 2 Screenshots vorbereitet. Das müssen Sie mir dann glauben, aber das können Sie natürlich auch selber alles im Web ausprobieren. Das sind die ersten Treffer für eine Suche nach dem Stichwort Inklusion.
Da sehen Sie, dass die normalen Ranking-Mechanismen wie Term Frequency, Inverse Document Frequency halt eben zuschlagen. Und Sie sehen halt eben hier, dass tatsächlich in diesen Fällen keine Information vorliegt, ob diese Dokumente tatsächlich Open Access sind oder nicht. Es kann natürlich sein, dass es so ist, das wird in vielen Fällen auch so sein, aber wir wissen es in den Fällen nicht. Die gleiche Suchanfrage auf dem gleichen Index mit dieser Option OA-Boosting versehen führt halt eben tatsächlich zu einer völlig anderen Ergebnisliste, weil nämlich tatsächlich die Dokumente, von denen wir wissen, dass sie Open Access sind, nach oben geboostet werden. Und ja, wir hoffen so ein bisschen, dass wir damit halt eben den Repository-Betreibern einen Anreiz geben, uns mitzuteilen, was ist tatsächlich Open Access und was ist nicht Open Access, weil wenn die halt eben tatsächlich oben stehen wollen in ihrer Ergebnisliste, dann sollten sie die Daten in dem Feld verbessern. Ja, wir versuchen natürlich selber auch das zu verbessern, indem wir zum Beispiel uns anschauen, was gibt es denn in solchen Feldern wie DC Rights zu sehen. Ich glaube, wir hatten das mal für die Europäer irgendwie ausgewertet. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, da waren so 36.000 verschiedene Expressionen in solchen Feldern drin. Das kann man natürlich schwerlich dann produktiv umsetzen. Wir haben vor, die APIs weiter zu verbessern. Wir werden das Backend demnächst umstellen von Zola auf Elasticsearch. Das sind aktuelle Entwicklungen bei uns. Und wenn man den Stand von Base mal versucht, so ein bisschen einzuordnen, möchte ich Sie hinweisen auf eine Publikation von Krapsa und Jill. The number of scholarly documents on the public web. Die haben geschätzt, wie viele wissenschaftliche Dokumente gibt es denn im Netz und sind 2013 zu dem Ergebnis gekommen, dass in Microsoft Academic ungefähr 48,7 Millionen Dokumente vorhanden waren. Im Web of Science, da kann man es dann wahrscheinlich nicht mehr schätzen, sondern auch sehen, 49,4 Millionen Dokumente. Base habe ich da jetzt mal ergänzt und Google Scholar haben sie geschrieben, ist unknown. Das haben sie dann versucht mit statistischen Verfahren zu schätzen. Und Sie sehen da den zweiten Balken, nach deren statistischen Schätzungen und Verfahren, die ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden habe, kommen Sie auf etwas über 100 Millionen Dokumente, die Sie im Web sehen. Web of Science ist in der Grafik dann mit knapp unter 60 Millionen, ich glaube, das waren 49,7 Millionen Dokumenten vorhanden. Und wenn wir jetzt tatsächlich den Stand von Base 2013 nehmen, dann wären wir tatsächlich da gelandet. Und ich denke mal, das zeigt nochmal sehr schön die Bedeutung, die inzwischen Base auch international erreicht hat in den letzten 10 Jahren. Ja, das ist das Ende von meinem Teil. Und jetzt übergebe ich an Herrn Summann, der sich jetzt mit den Datenformaten und Publikationstypen beschäftigt. Wenn ich das denn hier rauskriege. So. Ja, ich sollte vielleicht gleich damit einleiten, dass ich auch Bibliothekar bin. Und das auch tatsächlich praktiziert habe, das heißt auch katalogisiert habe, das heißt Metadatenformate und Qualität ist mir durchaus geläufig. Und das passt auch gut zum Thema, denke ich. Also ich sollte vielleicht noch erwähnen, wir haben sehr viel Erfahrung im Harvesten und im Betrachten von Metadaten-Records, die uns geliefert werden. Die sind zum Beispiel eingeflossen in die Driver-Guidelines. Also wir haben 2008, im Endeffekt waren wir zu dritt in Holland, zwei holländische Kollegen und ich, und wir haben die Endfassung zusammengestellt. Und ich stelle jetzt fest, es gibt immer noch Wirkung daraus. Ich stelle immer noch Verbesserungen in dem ganzen Prozedere, in den Daten selbst fest, die darauf zurückzuführen sind. Und es war auch insofern erfolgreich, als ich danach diese Informationen, diese Definitionen extrahieren konnte, übersetzen konnte und ins DINI-Zertifikat eingefügt habe. Das heißt, der Teil UAI-PMH stammt aus meiner Feder und das gilt für die 2010er und 2013er Version. Ja,
Ich möchte Ihnen kurz in der Praxis zeigen, was wir eigentlich machen, was Base Workflow heißt und dass es mehr bedeutet, als alles automatisch zu prozessieren und praktisch nur noch irgendwo eine Basic URL einzutragen. Also die Informationen zu neuen Repositories bekommen wir häufig dadurch, dass wir die Registries betrachten, automatisch betrachten. Das heißt OpenDOA und Open Archives insbesondere und auch ROA. Es kommt aber auch viel über unser Kontaktformular hinein. Also dass Leute Repository Manager weltweit meinen, Base ist interessant, sieht man, ist sichtbar, also tragen wir es ein. Und was ich dann mache, ist, ich benutze unser Base-Ticketing-System, das wir einfach einführen mussten, um das wirklich sinnvoll, effizient abzuarbeiten. Und Sie sehen hier ein Beispiel für eine neue Quelle, ich glaube aus Peru, die ich so eingetragen habe, um jemand anders den Auftrag zu geben, das in eine Datenbank einzutragen. Das ist die MySQL-basierte Datenbank, das ist ein Formular, da trägt jetzt jemand die Metadaten. Es geht nicht nur um die Metadaten zu den Records, zu den Publikationen oder zu den Forschungsdaten, sondern es geht auch um die Metadaten zu den Repositories. Und hier sieht man, das ist ein algerisches Repository, da wird eingetragen, ePrints 3 verwenden die, es kommt aus Algerien, die Basic URL, die Homepage des Repositories wird eingetragen, um nachher an der Oberfläche auch angezeigt und verlinkt zu werden. Und in diesem Falle sieht man auch den OA-Status, über den wir vorhin gesprochen haben. Da hat uns der Repository Manager mitgeteilt, alles ist OA. Das tragen wir für das Repository insgesamt ein, wenn wir das wissen, und können dadurch den Anteil erhöhen, auch wenn wir nicht auf die 70% kommen, die wahrscheinlich der durchschnittliche Anteil sind. Aber das ist wichtig, das ist auch Datenqualität. Das war die Phase 1. Phase 2, da trägt mein Kollege Sebastian Wolf ein, welche Bezeichnungen nachher in der Oberfläche auftauchen und zu welchem Kontinent das gehört, um bestimmte Anfragen auch zu unterstützen. Und in der Phase 3 kommen dann die Techniker zum Tragen, die das Ganze für die Indexierung vorbereiten. Also das ist eigentlich der automatische Teil. Da steckt allerdings auch hinter, was ich unter Preprocessing bei uns zusammenfasse. Das heißt, dass die Daten auch normalisiert und umgesetzt werden, wenn da irgendwelche Probleme auftauchen. Ja, und in Phase 4 waren dann unten eben zu sehen, wird das Ganze indexiert und dann auch aktiviert. Das, was Sie hier sehen, das ist mein Lieblingsinstrument, da arbeite ich praktisch täglich mit, das ist mein Harvesting-Labor. Da habe ich alle möglichen Informationen zusammengestellt, um das beobachten zu können. Das sind inzwischen über 5000 Einträge, Sie sehen da 5 oder 6 davon. Das sind viele, viele Zahlen, die man auf den ersten Blick nur schwer verstehen kann. In der ersten Zeile steht zum Beispiel das Alter der jüngsten Datei, der ältesten Datei. Da kann ich sehen, ob das aktuell ist oder ob das Repository tot ist, also still ist, nichts Neues da hinzukommt. Man sieht hier in der dritten Spalte die Zahlen, und zwar brutto und netto. Inkrementelles Harvesten, es kommen ja Updating-Sätze hinzu, das muss nicht übereinstimmen, steht auch die Zahl der Deleted-Sätze dabei, einfach Informationen, die man braucht, um das Ganze zu beobachten. Man sieht aber dann halt auch, aus welchem Land kommt das, welche Plattform, das ist wichtig, die Plattform bestimmt die Normalisierung, die Umsetzung der Datenformate auf jeden Fall. Denn ePrints liefert eine ganz andere Struktur auch im DC, als es DSpace tut. Der blaue Punkt heißt, das ist als Cronjob im Einsatz, wird in der Woche einmal geharvestet und ist voreingestellt. Dann stehen hier so Sachen wie zum Beispiel so ein Datum, das ist das letzte Mal, dass ein Fehler auftrat. Wenn das fett dargestellt ist, ist das der letzte Harvesting-Vorgang mit Fehler abgelaufen, da muss irgendwas getan werden. Also wie gesagt, das ist alles Informationen, die brauchen wir, um das Ganze zu begleiten und zu beobachten. Hier hinten stehen auch Kommentare, die man braucht, um Fehler zu definieren und das auch als Geschichte abzuspeichern, um das bei der nächsten Betrachtung noch im Hinterkopf zu haben. Ja, und ich hatte das mal einem neuen Mitarbeiter von mir vorgestellt, das Ganze, den ganzen Vorgang, der sagte, das ist doch Sisyphus-Arbeit. Das war nicht ganz verkehrt, deswegen habe ich mal in der neuen Designfassung dann oben auch so ein Symbol von Sisyphus da angestellt, um zu zeigen, wie anstrengend die Arbeit sein kann oder wie komplex die Arbeit sein kann. Das ist aber noch nicht live. Ja, die Harvesting-Umgebung insgesamt besteht inzwischen oder befasst sich mit 5300 Repositories. Das ist deutlich mehr als die 3200. Es hängt damit zusammen, das sind Tote, die es gar nicht mehr gibt, die nicht mehr antworten, stehen da drin, aber die vielleicht mal wieder aktiv werden. Es sind auch solche dabei, die sind temporär out of order, die sind defekt oder die liefern gar keine wirklichen Voll-
Text verbundenen Daten, zumindest unser Anspruch ist, ein Datensatz muss mit Volltexten verbunden sein. Es darf nicht nur Nachweise geben, sonst gibt es keine Indexierung durch Base. Das ist eine leichte Hürde, aber es gibt trotzdem welche Kataloge, zum Beispiel gibt es auch Katalogdaten, und die nehmen wir nicht zur Kenntnis. Ja, es sind deswegen 114 Millionen Records, also auch deutlich mehr, als wir wirklich indexiert haben. 98 Millionen netto, aber 846 Gigabyte Speicher bedeutet das, wo manchmal auch Dubletten dabei sind. Das heißt, manchmal muss man Refresh machen, also von vorne anfangen, das ganze Repository neu harvesten, um bestimmte Indifferenzen verschwinden zu lassen. Ich bewahre mir aber immer eine Sicherheitskopie. Und das, wenn es nicht funktioniert, um die Sachen zurückzuholen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. 2400 werden periodisch, chronologisch geholt über diesen Cronjob, von dem ich eben sprach. Das muss aber auch eingestellt werden. Es gibt einen Link-Checker, der, das sah man eben auch in der statistischen Auflistung, der Ergebnisse liefert. Das heißt, es gibt Repositories, die haben zumindest einen Teil Links, die funktionieren ganz einfach nicht. Bei DSpace ist das so ein beliebtes Problem, muss ich dazu sagen. Es gibt diesen Registry-Watcher, den ich eben erwähnte, wo ich gucke, was gibt es für neue Einträge bei Opendoor zum Beispiel, und die forwarde ich dann alle zwei Wochen neu. Und es gibt so viele Skripte, 20, 30, die Informationen ergänzen, die ich geschrieben habe, meist in Perl. Und zum Beispiel, was wir eben erwähnt haben, DC Write. Da gibt es ein Skript, oder es gibt ein Skript, das kann beliebige DC-Tags rausholen und die dann über alle Repositories zusammenstellen, zählen, sodass dann die Begriffe zusammengezählt werden und absteigend sortiert werden können. Und dann können wir sehen, ob man auf diese Art und Weise normalisieren kann. Also wenn Open Access oder in den Driver Guidelines diese URI für Open Access Status aufgefunden werden kann, das ist ungefähr bei 2 Millionen Sätzen der Fall, was ich jetzt herausgefunden habe, können wir das normalisieren und dafür den OA-Status OA setzen. Eine Maßnahme, um die Daten zu verbessern letztendlich. Ja, das ist eine Datenbank, die ist so im Beta-Stadium, die zeigt eine Menge Informationen zum Repository, also basierend auf den Repository-Metadaten, und hier sieht man dann auch die statistische Entwicklung. Gelb ist netto und blau ist brutto. Das heißt, da gibt es nicht so viele Korrektursätze bei diesem Repository. Ach, das ist unser eigenes. Ja, das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Ja, jetzt aber noch so ein paar interessante allgemeine Statistiken, übrigens in Python basiert, aus verschiedenen Gründen, geschrieben, wegen der statistischen Auswertung. Da sieht man die verschiedenen Typen. Das sind natürlich nicht nur IRs, wie man vielleicht voraussetzen könnte, sondern es sind nur ein Viertel IRs. Allerdings bezogen auf die Nummer der Dokumente, die sie anliefern. Aber es gibt halt auch eine Menge anderer Geschichten, wie Datasets ist inzwischen stark angestiegen. Das ist Datasite letztendlich mit 6%. Und auch eines meiner Lieblingsthemen, digitale Sammlung, Digital Collections, was nicht unbedingt die Raketenwissenschaft und die aktuellsten Publikationen sind, aber durchaus auch OAI-PMH oft angeboten wird. Und von daher jetzt so bei über 10% inzwischen daherkommt. Und natürlich die vielen OJS-Instanzen, die nicht nur alle bei DOAJ angeboten werden, die direkt Zeitschriftenartikel beliefern. Also in Brasilien ist das sehr, sehr weit verbreitet. Alles OA, das ist auch sehr schön, alles OA wirklich aufgrund eines Mandats. Und von daher sind auch diese Zahlen über 10% zu erklären. Und Publication ist alles Mögliche, da sind auch Verlegerangebote dabei, die ich anderweitig nicht zuordnen konnte. Der Publikationstyp, das ist auch interessant, was wir da so gefunden haben. Das ist ja auch einer der Standardnormalisierungen, die wir auch im DINI-Zertifikat definiert haben, die aber nicht sich schon so weit durchgesetzt hat. Man sieht, Article Journal ist der höchste Anteil. Text kann man sowieso vergessen, das wird häufig einfach formal angeliefert, auch als Unterscheidung, aber auch als Wiederholungsfeld. Und Article Journal ist dann der zweite Teil, der offensichtlich am stärksten auftritt, während CSIS kann man sich noch vorstellen, aber es gibt natürlich auch Image-Datenbanken dazu, und die Daten holen wir auch und die werden auch indexiert. Es gibt auch Repositories, die beides gemeinsam anbieten, muss man einfach sagen. Von daher ist diese Verteilung schon ganz interessant. Primary Data ist auch im Wachstum begriffen, wie man sehen kann. Aber das ist schon eine interessante Information für die Beurteilung, welche Publikationstypen über die Repositories angeliefert werden. Ja, hier habe ich nochmal ein paar allgemeine
eine Definition dazu aufgeschrieben. Also BASE muss man noch dazu sagen, bisher nur OAI-DC und zwar aus Effizienzgründen. Sie wissen, OAI-PMH setzt DC als mandatory voraus, die anderen Formate darf man anliefern, sind aber alle sind freiwillig im Angebot. Und da zeige ich Ihnen auch gleich eine Statistik dazu, was das bedeutet. Klar, 15 Felder, die Verwendung ist unscharf. Die Driver Guidelines bezogen sich auch nur auf DC und wollten eben die unscharfe Verwendung etwas schärfer machen. Deswegen sind sie definiert worden. Das gilt auch für die Nachfolger für die Open Air Guidelines. Trotzdem machen wir eine Normalisierung bei Sprache, Publikationstyp, Datum und auch jetzt bei dem Open Access Status in Kürze. Und man muss dazu sagen, auch DC einfach aus der Entwicklung her ist die Grundlage für die Indexstruktur, die wir geschaffen haben. Das heißt, das sind mehr als 15 Felder, weil wir halt auch normalisieren und extrahieren, aber es ist eigentlich noch die DC-Struktur. Dazu jetzt diese schöne Statistik, die ich aufgrund der aktivierten Repositories gezogen habe aus der OAI-PMH Response List Metadata Formats, kann man das ja extrahieren, welche Formate die Repositories anliefern. Die habe ich einfach ausgezählt und man sieht hier die Verteilung 1392, ist das höchste, ist MARC, das spricht für MARC, aber METS und MOTS und DIDDLE, vermute ich mal, sind die Inhalte ähnlich und dann ist das häufigste Format. Auf jeden Fall der Hintergrund ist, bei BASE sprechen wir schon lange darüber, ein zweites Format in Angriff zu nehmen für die Bearbeitung. Aber diese Verteilung ist nicht so effizient, dass ich jetzt sagen könnte, das ist das eine allein selig machende. Ich möchte eins haben, was man dann möglichst viele Datensätze wirklich damit umsetzt. Das ist hier aber nicht gegeben. Das sind im Übrigen die Zahlen der Repositories. Die nächste zeigt dann noch interessanter die Zahl der Sätze, die damit verbunden sind, wobei das relativ ähnlich ist. Natürlich NLM wird anders sein, weil es halt nur von PubMed angeliefert wird. Aber man sieht auch hier MARC und ich würde sagen in Konkurrenz MOTS, METS und DIDDLE wäre die Alternative, während Qualified DC, QDC dann doch zurückfällt. Letztendlich muss man auch sagen, das ist nicht allein selig machen, wenn man ein zweites Format in Angriff nimmt. Meine Erfahrung ist, natürlich hängt es auch davon ab, was intern abgespeichert ist und das Format kann nicht das anliefern, was gar nicht intern vorhanden ist. Also da sollte man auch keine Illusionen haben, dass dann mit einem alternativen Format alle Probleme gelöst sind. Was noch auffällt, Lambert, wir waren ja letztes Jahr auch in Brüssel, bei Eurochris war ich auch dabei und da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, Serif ist das allein selig machende Format. Es gibt zwei Repositories in meinem Umfeld, was Serif anliefert. Das sind zwei kleine Institute in Moskau. Also für uns kein Thema, um sich mit Serif zu beschäftigen in der Praxis. Das RDF habe ich mal reingeguckt, war aber nicht Serif, so nach meiner Erinnerung. Ich meine, da muss man auch breitflächig sich das angucken. Man muss auch dazu sagen, das heißt noch nicht, dass die Repositories das wirklich anliefern. Das sind die Datenzahlen, die ich bei BASE gezogen habe. Aber nach dem Protokoll ist es nicht so, dass alle Sätze tatsächlich in dem Format ausgegeben werden müssen. Und das ist einfach zu aufwendig, das zu betreiben. Also ich kann nicht jetzt ja alle Repositories mit allen Formaten abgrasen. Also da könnte es auch noch Abstriche geben von der Zahl her. Okay, also das ist noch eine These von mir. Änderungen, Verbesserungen, auch durch die Guidelines, wirken langsam. Das ist nicht so, man definiert was, man sagt, das ist eigentlich ganz klar, aber in der Wirklichkeit sieht es dann anders aus. Wir hatten bei den Driver Guidelines damals schon gesagt, kein No als Deleting Strategy. Das heißt, es werden keine Informationen zu Korrekturen an den Sätzen ausgeliefert. Und das bedeutet, gelöschte Sätze fallen einfach raus. Oder man muss immer aufs Neue refreshen, also von Grund an harvesten, was bei großen Repositories ein Problem ist. Und man sieht jetzt noch, 2014, ein Drittel in etwa hat immer noch die Deleting Strategy No. Also ist nichts verändert worden, weil die haben noch alte Plattformen zum Beispiel im Einsatz. Also es läuft alles sehr langsam. Man sollte sich da nicht auf die kurzen Lösungen einschießen. Ja, also das nochmal, was wir machen. Manuelle Datenpflege müsste bei den Repositories selber stattfinden, haben wir auch heute drüber gesprochen. Machen wir bei unserem Repository auch durchaus. Und dann gibt es automatische Datenpflege natürlich bei den Repositories, ist denkbar, aber wir machen dann auch oder versuchen das zu normalisieren und korrigieren während des Preprocessing. Und dazu sind diese Dinge, die hier aufgeführt sind, ein Thema. Der erste
Punkt 1 und 3 ist jetzt schon in der Praxis, 2 und 4 sind Sachen, über die wir immer diskutieren und versuchen, auch Umsetzungen ins Auge zu fassen. Das sind noch Statistiken, oder das ist, zeigt, welche positiven Auswirkungen Normalisierung haben kann. Das ist die Verteilung des Feldes DC Language, ohne dass wir normalisiert haben. Sie sehen da wirklich schöne Einträge wie Englisch und irgendein Text dazu. Oder es gibt dann auch Spanisch und Deutsch und solche, also wirklich Einträge, die nichts mit Normalisierung und ISO-Normen zu tun haben. Wenn man die normalisiert, dann sieht man diese schöne Verteilung mit dem ISO-Lettercode und dann ist es erst möglich, eine wirklich klare, ein klares Drill-Down auf die Sprache anzubieten. Das machen wir halt auch. Das ist ein Ergebnis dieser Verbesserungsbemühungen. So, das ist noch eine Verteilung, die zeigt, wie in BASE die Jahre. Das sind allerdings die sogenannten, ja, das ist DC Date. Das kann sowohl das Publikationsjahr sein, das ist auch wieder unscharf verwendet. Das ist aber auch manchmal das Datum oder oft das Datum der Einstellung, also der Digitalisierung des Werkes. Aber man sieht schon, dass da der Schwerpunkt natürlich auf den aktuellen Jahrgängen liegt. Ja, das ist der OA-Status, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der eben daraus bestimmt wird, ob es ein Z gibt, ob es eine Eintragung gibt oder ob wir wissen, das gesamte Repository ist OA. Und in der Praxis sind das die so 23%, wo wir es mit Sicherheit sagen können. Herr Pieper hat gesagt, 70% sind es in Wirklichkeit, da sind so empirische Auszählungen, die wir vorgenommen haben. Dieses müsste man nach meiner Vorstellung halt anpassen, weil das ist eines der größten Probleme, dass wir viel von den Benutzern gefragt werden, aber auch von Repository-Managern, wie sieht das damit aus, warum kann ich dieses Dokument nicht zugreifen, obwohl da nichts dazu steht und es ist im OA-Umfeld, es ist eine OA-Suchmaschine. Ja, und letztendlich können wir das nur auf den Anbieter schieben, der diese Informationen nicht an uns weiterliefert. Und das ist sicherlich ein Thema, was auf die Verbesserung wartet und danach ruft. Ja, das ist schon die letzte Folie. Na, es sind auch nur noch 6 Minuten bis zur Pause. Da habe ich nochmal die Hot Topics zusammengestellt. Also der letzte Punkt ist auch hier der erste. Die Transparenz muss verbessert werden. Das muss in den Guidelines steht es, aber es wird trotzdem nicht wirklich intensiv verwendet. Oder wenn ePrints das zum Beispiel anbietet, findet man die Informationen nicht drin, weil es keiner offensichtlich eingetragen hat. Alternativformate, da ich tendiere zu Metz im Augenblick, das wäre eine Sache, die wir bei BASE demnächst machen können. Ich habe jedenfalls den Auftrag, gute Repositories und Beispiele zusammenzustellen, um sich das näher anzugucken. Dann die ergänzenden Informationen haben wir auch heute gehört und auch gestern gehört. Identifier für Autoren, für Institutionen ist wichtig. Wir arbeiten bei uns auch schon mit Research Data, die in unserem Repository dabei sind. Das muss verbessert werden. Die Chris-Info-Geschichte, EuroChris, es gibt ja auch, mit Pure haben wir uns beschäftigt, es gibt ein paar Pure-Repositories, die indexiert sind, allerdings ist die Qualität noch verbesserungswürdig, würde ich sagen. Auch das Preprocessing ist noch verbesserungswürdig. Linked Open Data ist ein Thema, machen wir wahrscheinlich mit einer Forschungseinrichtung bei uns zusammen. Zitationen unterstützen ist auch etwas, was mit Metadatenqualität zusammenhängt. Wir haben bei uns eine CSL im Einsatz, also eine Zitationsengine, die können wir bei BASE nicht einsetzen, weil wir die Daten nicht strukturiert genug haben. Wir haben eigentlich nur vollständige Zitatangaben, die in DC Source oder DC Relation angeliefert werden, aber die man nicht trennen kann, um dann tatsächlich ein alternatives Format anzubieten. Ja, und wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt, wir sind auch Open-Air-Partner. Das heißt, ich harveste auch für Open-Air und mein Kollege Jochen Schierwagen auch. Also praktisch so parallel in gewisser Weise. Und da braucht man eigentlich die gleichen Informationen, weil Open-Air ja auch sich ausweitet und fast auch so auf die Größe kommen wird. Und das müssen wir einfach bündeln. Da müssen wir noch mehr Anstrengungen unternehmen, damit wir da nicht parallel arbeiten. Auch wenn wir ja neuerdings im gleichen Büro sitzen. Ja, und wichtig, Registry-Informationen ausbauen, das ist das, was Paul Vierkant vorhin auch vorgestellt hat, der Zensus. Die Daten kamen ja zu einem Gutteil von uns, zumindest die Metadaten zu den Registries zum Teil, aber auch die Zahlen dazu. Und da in Vorbereitung, da gibt es schon gewisse Bruchteile, aber das zusammenzubauen, auch für andere Nachfrager, ist ein Punkt mit einer API, den wir angefangen haben, aber wo noch einiges passieren kann. Ja, das war die letzte Inhaltsfolie und das soll der Übergang zu den Fragen sein.
Freie Physikalische Testbundes an Braunschweig. Sie hatten vorher im Nebensatz die Guidelines erwähnt. Beziehen Sie sich für die Base auf immer noch auf Treiber 2 Guidelines oder gibt es neue Versionen? Welche Guidelines würden Sie jetzt empfehlen, wenn man sich danach richten sollte? Also es gibt jetzt die Open-Air-Guidelines, aber es wäre schon sehr schön, wenn die Driver-2-Guidelines, wenn die tatsächlich umgesetzt würden. Manches ist, wie gesagt, umgesetzt worden, zum Beispiel Normalisierung für Publication-Type. Insbesondere wichtig ist da aus meiner Erfahrung die Gespräche mit den Communities. Das heißt, bei ePrints gab es damals Gespräche, die haben versucht, das umzusetzen und haben auch einiges gemacht. Bei OJS finde ich jetzt die ganzen Publikationstypen in einer normalisierten Fassung da drin und das finde ich gut. Es gibt ja sehr viele OJS-Instanzen und das hat ja damit zu tun, dass wir mit der FU darüber gesprochen haben, die für die Entwicklung dabei waren. Und das gleiche gilt auch für DSpace. Das ist meine Erfahrung, aber es hat auch lange gedauert und wie gesagt, es muss dann auch wirklich in den Daten oder im Repository umgesetzt werden. Und es gibt, muss man dazu sagen, es gibt die Open Air Guidelines auch für, die heißen jetzt für unseren Bereich Literature, sind aber durchaus entstanden aus den Driver Guidelines. Also die ganz großen revolutionären Änderungen sind da nicht enthalten. Ja, also wie Sie sehen, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Guidelines und ich stehe dem auch etwas kritisch gegenüber, weil jedes Projekt dann auch irgendwann mal eigene Guidelines entwickelt. Ökonomisch gesehen bin ich eigentlich eher der Meinung, dass wir Anreize setzen müssen und dass wir Anreize setzen müssen für Repositories, dass ihre Dokumente gefunden werden, weil das ist ja eine der wesentlichen Motivationen, warum man das macht. Man möchte die Sichtbarkeit des Publikationsoutputs erhöhen seiner Institution. Und deswegen erhoffe ich mir durch diesen Aspekt UA-Boosting, den wir demnächst dann auch nochmal kommunizieren werden, dass wir da einfach mehr Anreize setzen für Repository Betreiber, damit deren Dokumente hochgerankt werden. Und ich glaube, das ist der wesentliche Aspekt bei den Guidelines, dass halt eben diese OA-Information einfach besser dargestellt wird. Dazu kommen noch die ganzen anderen Dinge, die Herr Suhmann gerade eben erwähnt hat. Ich meine, wir sprechen noch gar nicht mal von Autorenansetzungen, von Ansetzungen von Zeitschriften und alles Mögliche. Ne? Die ganzen bibliothekarischen Themen, die haben wir ja noch gar nicht drin und da ändert auch ein Format nichts. Ein Format muss man auch vernünftig benutzen. Und es ist egal, ob wir MARC machen oder ob wir OAIDC machen oder ob wir METS machen oder was auch immer. Es muss einfach vernünftig auch nach Regeln befüllt werden, sonst nützen auch die schönsten Formate nichts.